Es war eine Strecke von 7 km, die durch die Bezirke Oehlendorf-Katernberg zum Mützenberg führte und so verlief, dass man sagen kann, es war eine stadtkundliche Wanderung. Wir sind also nicht durch einen großen Forst gewandert außerhalb der Stadt, sondern in der Stadt selber. Und man hat ja sehen können, dass Grünanlage an Grünanlage folgte. Und darum ist solch ein Weg auch so reizvoll, weil sie auch immer wieder auf die Stadt gucken können. Und dann wird er im Wald verschwinden. Und sowas wird nie langweilig. Hier ist also eine geografisch gesehen, eine der wichtigsten Punkte Wuppertals. Nämlich, die heißt also im geografischen Porta Wupperana, zu Deutsch Pforte der Wupper. An dieser Stelle hat unser Fluss in jahrtausendelanger Arbeit den Gebirgsriegel des Kiesbergs und Mützenberg, die waren ein Riegel durchtrennt, in mühsamer Kleinarbeit, bis die Wupper unten auf 100 Meter über NN ist und die Berge liegen bei 260 Meter. Das heißt also, über 100 Meter hat sich die Wupper eingeschnitten in dieses Felsengebirge. Ich kann auch den jungen Generationen darüber nachzudenken, auch in einen Verein einzutreten. Das ist eine ganz andere Art des menschlichen Umgangs. Man verlässt sich übereinander, man fährt fest, geht wandern oder treibt Sport, ist egal was. Aber ohne Verein kann ich mir Deutschland nicht vorstellen. Wenn wir losgehen, als SGV heißt es, frisch auf, ne? Das alles vor uns ist der Bezirk Katernberg. Wie er lebt und lebt und wie er gewachsen ist. Er war ja über 50 Jahre viel kleiner. Auf dieser Straße gab es hier mindestens 50 Jahre eine ausgesprochene Magistrale für Straßenbahnfernlinien. Die Linie 9 fuhr von Ronsdorf nach Essen-Werden über Nebiges und Fellbord. Die 19 fuhr von Ronsdorf nach Hattingen. Das war was. Und an der Wiese da gehen wir nämlich hoch. Da stecken wir und in dem Loch da, da ist so ein Parkschlösschen. Da gibt es auch die Konditorei Nägeli. Da steigen wir dann in den letzten Abschnitt ein. Jetzt geht's nur noch bergab zur Porta Wupperana. So, gestern war besser, aber heute war auch schön. So, jetzt gehen wir zur Bushaltestelle. Ja.